Wer raus aus Öl und Gas will, muss sich in der Regel durch einen Förderdschungel kämpfen und dann die verschiedenen Gewerke anfordern. Aber das geht auch einfacher. Außerdem, wird in Vorarlberg bald Wasserstoff produziert oder bleibt das nur eine Vision? Apropos Visionen. Die waren vor 100 Jahren genau gleich wichtig wie heute. Welche Parallelen es gibt zwischen 1924 und 2024, das zeigen wir Ihnen jetzt. Es ist auch nach heutigen Standards eine visionäre Geschichte, das Lüner Seewerk II. Mit dem Lüner Seewerk II soll das größte und leistungsfähigste Pumpspeicherkraftwerk Österreichs entstehen. Es wird das größte Pumpspeicherkraftwerk Österreichs mit Komponenten, die es derzeit noch nirgends gibt auf der Welt. Die Idee dazu ist aber keineswegs neu, sondern ganze 100 Jahre alt. Aber erst mit den technischen Möglichkeiten und dem Wissen von heute kann die Vision von damals in den nächsten Jahren Wirklichkeit werden. Mit einer Leistung von über 1000 Megawatt wird es als riesige Batterie dienen, als Speicherbatterie, um das große europäische Verbundnetz stabil zu halten. Eine große Vision war vor 100 Jahren auch das Vermundwerk, das 1930 in Partenen in Betrieb ging. Das Vermundwerk war eine unglaubliche Pionierleistung. Und es war ein industriegeschichtlicher Meilenstein, weil es ja den Ursprung bildet für das europäische Verbundnetz. Die visionären Ideen von damals als auch von heute wurden anlässlich des Jubiläums auch in einem Buch aufgearbeitet. Uns war es wichtig, vor allem Menschen vor den Vorhang zu holen. Es kommen ganz viele Zeitzeugen zu Wort. Die 100 Jahre waren gefüllt mit unglaublich technischen Meisterleistungen, Pionierleistungen. Dabei ist es nicht nur eine Geschichte der Technik, sondern auch eine Geschichte von unglaublichem Mut, Durchhaltevermögen und einer unerwarteten Wendung. Es wird die schwierige Zeit der NS-Diktatur, als die Anlagen der Illwerke in der Silvretta beinahe gesprengt wurden, geschildert. Und schlussendlich die sehr spannende Geschichte um den Ankauf der Aktien der Illwerke durch das Land Vorarlberg. Gefeiert wird dieses Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen in Bregenz und Vandanz, bei denen man nicht nur Einblicke in sonst verborgene Bereiche wie Kraftwerke und das unternehmenseigene Archiv erhält, sondern auch Ausblicke auf zukünftige Projekte. Schauen wir weiter in die Zukunft. Hat Wasserstoff in Vorarlberg eine Berechtigung und welche Rolle spielt die KI bei der Illwerke VKW? Dazu haben wir zwei Experten eingeladen, Annika Bauer und Bernhard Fessler. Ihr beschäftigt euch hauptberuflich mit Innovation. Bernhard, an dich die erste Frage. Wie könnte die KI bei der Illwerke VKW eingesetzt werden? Das ist nicht eine Frage vom Könnte, sondern das ist eine Frage vom Wo wird es schon überall eingesetzt. Und bei uns wird die KI eigentlich in allen Geschäftsbereichen, würde ich jetzt mal sagen, schon eingesetzt, angefangen vom Human Resource, wo es darum geht, dass die Mitarbeiter Fragen stellen können zu ihrem Kollektivvertrag zum Beispiel, bis hin zur PV-Prognose, wo wir zum Beispiel versuchen, die Sonneneinstrahlung vorherzusagen und dadurch mögliche Ertragsszenarien zu rechnen und den Kraftwerkseinsatz quasi darauf hingehend optimal zu planen. Wird die KI die Menschen irgendwann einmal komplett ersetzen? Ich denke nicht. Die KI braucht immer den Menschen, zum einen bezüglich der Eingabe. Also die KI kann ja nur was zurückgeben, wenn man sie aktiv was fragt, und dazu braucht es einen Menschen. Und zum anderen ist die KI natürlich auch nur so intelligent, wie der Datenschatz, der im Hintergrund steht, und den muss auch jemand erstellen. Und dazu braucht es natürlich auch den Menschen. Annika, du beschäftigst dich mit Wasserstoff. Was begeistert dich an diesem Stoff? Ich kam tatsächlich durch mein Studium, durch meine Bachelorarbeit drauf. Und das Coole am Wasserstoff ist, da kommen irgendwie so alle Sachen zusammen. Es kommt Verfahrenstechnik zu Physik, zu Chemie, zu Thermodynamik. Es kommt alles irgendwie zusammen und das ist echt wahnsinnig cool und wahnsinnig zukunftsfähig. Okay, welche Möglichkeiten bietet der Wasserstoff und ist Vorarlberg da der richtige Platzort dafür? Mehrere Sachen tatsächlich. Einerseits natürlich als Energiespeicher, heißt wir erzeugen mithilfe von erneuerbarer Energie, mithilfe von der Elektrolyse Wasserstoff, können so
die Energie damit speichern. Und womit wir uns gerade beschäftigen, geht eher ums Erdgas oder um unser Gasnetz. Und zwar wandeln wir mit einer Methanisierung den Wasserstoff um zu Methan und speisen den als nachhaltige Alternative in unser Erdgasnetz. Genau. Bernhard, du bist Innovationsmanager. Wo hast du diesen Beruf gelernt? Um ehrlich zu sein, den habe ich so in der Form nicht gelernt. Ich selber habe Mechatronik studiert, habe mich dann weiter im Bereich Erneuerbaren beschäftigt und die Faszination zwischen Technik, Strategie hat mich fasziniert und hat mich eigentlich dahin gebracht, wo ich jetzt bin, um Ideen weiter voranzutreiben, um Impulse zu geben, wie könnte die Energiezukunft ausschauen. Und das hat im Prinzip mein Profil sozusagen geprägt. Ich habe gelesen, ihr sucht hier Innovationsmanager, Innovationsmanagerin. Was muss man denn da für Fähigkeiten, Talente mitbringen? Offen sein für Neues. Wir haben es gerade bei der Annika gehört, es ist extrem divers, die Energiezukunft. Also jemand, der einfach wissbegierig ist, der sich nicht scheut vor verschiedensten Techniken, die kombinieren möchte und einfach grundsätzlich den Blick in die Zukunft gerichtet hat. Wie könnte so eine Energiezukunft ausschauen? Das ist so, glaube ich, das Wichtigste. Ich sehe euch beiden an. Die Arbeit macht euch Freude. Weiterhin viel Spaß damit. Danke für dieses Gespräch. Kommen wir nun zu einer Tätigkeit, die weniger Freude bereitet, nämlich Bürokratie und Behördengänge. Wer raus aus Öl und Gas will, der muss sich einen Überblick verschaffen, welche Heizsysteme gibt es, welche Förderungen gibt es. Das kann unter Umständen recht mühsam werden. Zum Glück gibt es Menschen, die einem diese Arbeit abnehmen. Der Geschäftsführer der Haag VKW kennt den Aufwand, den ein Haushalt beim Umstieg auf erneuerbare Energien betreiben muss. Immerhin verantwortet er den Neubau des neuen Firmensitzes in Hohenems. Uns bei Haag VKW ist bewusst, dass die Förderungen ein sehr entscheidender Faktor in der Sanierungsentscheidung spielen und die Förderinstrumente sehr schwer zu durchblicken sind. Deshalb übernehmen wir die gesamte Förderabwicklung bis hin zur schlüsselfertigen Anlage. Die Bundesförderung für den Austausch des fossilen Heizsystems ist so hoch wie nie und übernimmt bis zu 75% der Kosten. Ein Nahwärmeanschluss als auch Wärmepumpen werden zusätzlich gefördert. Letzteres macht vor allem in Kombination mit einer Photovoltaikanlage Sinn. Sie produziert den grünen Strom, den die Wärmepumpe benötigt. PV-Anlagen und Wärmepumpen ergänzen sich perfekt. Der Vorteil ist, dass wir den Strom vor Ort selber produzieren und so die Energiekosten senken. Wie der vergangene Winter gezeigt hat, kann die PV-Anlage bei schneefreien, sonnigen Wetterlagen die Wärmepumpe sogar in den Wintermonaten zu einem großen Teil mit Strom versorgen. Die PV-Anlage auf dem Dach des neuen Firmensitzes wird aber nicht nur die Wärmepumpen mit Strom versorgen, sondern auch die elektrischen Firmenwagen vor Ort speisen. Ja, wir bei Haag VKW verwenden ein intelligentes Lademanagementsystem, das die Komponenten PV-Anlage am Dach plus Wärmepumpe für Heizen und Kühlen plus die Ladeinfrastruktur perfekt miteinander verbindet. Das ermöglicht uns, die Betriebskosten der Anlage extrem zu optimieren und somit sind wir auch perfekt für die Zukunft gerüstet. Über geringere Betriebskosten und einen niedrigeren CO2-Fußabdruck können sich auch die Kunden von Haag VKW freuen. Und das ganz unbürokratisch aus einer Hand. Schön, dass es so einfach ist, Geld zu sparen. Das war's schon wieder. Weitere spannende Themen finden Sie in der Druckausgabe von Unsere Energie und unter blog.illwerkevkw.at. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.